Amin Amin lässt kein gutes Haar an den diesjährigen GNTM-Finalistinnen. Jetzt schlagen sie zurück. In den Staffeln 1 bis 4 sitzt der Modelagent neben Heidi Klum in der Jury. Damals haben die Zuschauer noch das Gefühl, dass die Modelmama die Exit-Entscheidungen nicht alleine trifft, sondern durchaus Wert auf die Meinung ihrer Co-Juroren legt. Das Konzept der festen Jury ist zwar schon seit Jahren passé, Payman urteilt kurz vor dem großen Finale dennoch über die Top 4. Und seine Kritik hat es in sich. Diese vier würde ich niemals für große Shows buchen. Wenn man mich zwingen müsste, mich für eine zu entscheiden, dann höchstens noch Alex. Aber auch bei ihr würde es schwer, weil es in jeder Agentur bessere Models gibt. Insgesamt muss man sehr enttäuscht sein, was Heidi da dieses Jahr zusammengetrommelt hat. Diese Auswahl ist sehr seltsam. Das sitzt. Promiflash spricht mit der zweitplatzierten Dasha Carriero, der drittplatzierten Solin Omar und auch mit Romina Palm, die es im Finale auf Rang 4 schafft. Dasha findet: Jeder Mensch hat eine andere Meinung. Und wenn er denkt, dass wir unprofessionell sind und dass wir nicht in dieses Bild reinpassen, dann ist es halt einfach so. Es ist ja auch Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum und nicht bei ihm. Die gebürtige Ukrainerin hat nichts gegen andere Meinungen. Man müsse aber aufpassen, wie man manche Sachen formuliert. Weil es dann auch halt irgendwie schon krass an Mobbing grenzen könnte. Und ich finde, dann von so einer professionellen Person müsste man dann schon ein bisschen aufpassen. Dasha betont, sie käme nie auf die Idee, sich so über andere Menschen zu äußern. Solin hat ganz grundsätzlich kein Problem mit Payment Statements. Es ist in Ordnung. Ich meine, es geht um Diversity. Hallo, es ist, wir leben in 2021. Jeder hat einen anderen Geschmack. Die Kritik, dass die Finalistinnen nicht gebucht werden, kann die Powerfrau aber ganz einfach widerlegen. Ich habe viele Jobs abgesahnt. Also offensichtlich habe ich auch eine Nachfrage und ich habe meine Kunden. Und das war nicht das Ende. Ich wurde auch weiterhin gebucht. Zum Beispiel Lala Berlin hat mich jetzt erneut gebucht. Hätte ich meinen Job jetzt nicht gut gemacht oder wäre es nur wegen GNTM, dann warum sollten die mich nochmal buchen? Romina hat von Payment noch nie etwas gehört. Sie nimmt sich seine Aussagen nicht zu Herzen, stellt sie klar. Wir haben alle einen Grund, da zu sein, und es waren ja 17.000 Mädchen, die sich beworben haben. Heidi macht das jetzt auch nicht zum ersten Mal. Solche Aussagen finde ich eher unvorteilhaft, aber ich beschäftige mich damit nicht weiter. Unterkriegen lassen sich Romina und Co. von ein bisschen Gegenwind sowieso nicht.